Er ist der Comedian in der Runde der Let's Dance Stars 2023, Abdelkarim. Der 41-Jährige steht normalerweise auf der Bühne, nicht auf dem Tanzparkett. Aber das wird sich ab dem 17. Februar 2023 ändern. Seine Gefühlslage: Ich freue mich, wenn auch leicht panisch, auf die große Herausforderung. Damit ist er garantiert nicht allein. Im Video stellt sich Abdelkarim nochmal vor. Let's Dance-Kandidat Abdelkarim im Schnellcheck. Abdelkarim hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Abdelkarim wurde 1981 in Bielefeld geboren und ist ein deutsch-marokkanischer Comedian. Er hat schon als Kind seine Familie und Freunde gerne zum Lachen gebracht. Als er irgendwann Comedy-Sendungen wie RTL Samstagnacht gesehen hat, war er begeistert, dass es sein Hobby anscheinend auch als Beruf gibt. Jahre später wagte er dann selbst den Schritt auf die Comedy-Bühne, mit Erfolg. LOL, heute Schoko. Hier war Abdelkarim schon zu sehen. Aktuell tourt der einzige Wahl-Duisburger der Welt, wie er sich selbst nennt, mit seinem dritten Comedy-Programm, Wir beruhigen uns, durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Dazu betreibt er gemeinsam mit Autor Lutz Birkner den wöchentlichen Podcast Nich Nich Nich, hier auf RTL Plus hören. Außerdem ist Abdelkarim gern Gesehener Gast in Kabarett- und Comedy-TV-Sendungen wie Die Anstalt, ZDF, Die Heute-Show, ZDF, Nur im Ersten, ARD. Mit seinem Auftritt in der Amazon Prime Videoproduktion LOL, Last One Laughing gelang es ihm zuletzt sogar, eine breite, internationale Zuschauerschaft zu begeistern. Die marokkanische Fußballmannschaft hat uns allen gezeigt, Träumen hilft. Abdelkarim wurde bereits mit einigen renommierten Preisen ausgezeichnet. So erhielt er 2018 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Information für das Format Endlich Klartext, der große RTL2-Politiker-Check, und im Jahr 2020 die Goldene Kamera für die Abdelkratie. Ein YouTube-Projekt in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Ob bald etwa ein Preis aus der Tanzwelt hinzukommt? Gemeinsam mit 13 anderen Stars kämpft der Comedian ab dem 17. Februar 2023 um den Dancing Star-Titel. Als Realist denke ich nur von Runde zu Runde. Aber die marokkanische Fußballmannschaft hat uns allen gezeigt, Träumen hilft. Wie wahr, und eine schöne Einstellung für Let's Dance 2023.